Hallo, da sind wir wieder. Pepe und Gitsche. Wir sind jetzt hier auf der Tempest. Vor uns sehen wir die traurigen Überreste der Turianischen Arche. Ja, sieht man hier vorm Fenster. So, wir werden jetzt erstmal zu Phoebe begeben. Die wollte mit uns sprechen. Ihnen stehen noch ALP zur Verfügung, Pathfinder. Ja. Hä? Weiß nicht, was ist das Peebies? Das denn? Ist das Peebies Ding hier? Ja. Geht nicht. Geht nicht. Sehr seltsam. Hm. Aber da stand doch. Gib mir mal das Hörmer. Ja. Keine Zeit zum. Dann sollten wir es zuerst lesen. Ja. Zum Tippen sofort herkommen. Jetzt gucken wir hier mal weiter. Die anderen können wir uns auch gleich langsam. Gucken. Ich muss erst mal gucken, ob ich was annehme oder nur ins Archiv schieben muss. Ja. So. Oh. Das klingt ja gut. Ja, immerhin. Haben sie zwar 5.000 verloren, aber 15.000 gerettet. Das ist doch, doch noch ein gutes. Eine gute Nachricht. Liam. Ja. Ja. Typisch Liam, ne? Und mehrere Remakes, eine Geschichte über einen Tag, der sich so lange wiederholt, bis alles richtig gemacht wird. Ja, ja. Ich glaube, den kennt wohl jeder. Ja, diesen einen Film jedenfalls. Lässt da ein Murmeltier grüßen. Ja. Genial. Es geht nicht. Geht immer noch nicht? Bibi, ist sie nicht zu Hause? Jetzt guck mal auf die Karte. Petra, Gell, Dreck. Anderes Ding? Doch, wir müssen dahin. Ja. Mit Phoebe in der Rettungskapsel sprechen. Oh, ist das seltsam. Warum geht das nicht? Weiß ich nicht. Questmarker zeigt drauf, Quest ist an. Ich drücke stundenlang auf Y, aber es tut sich nichts. Vielleicht müssen wir nochmal laden. Wir können ja mal in die andere Tür reingehen, einfach so aus Spaß. Weil die gehen dann wieder ja auch automatisch aus. Ja. Auf. Na gut, aber Phoebe ist ja die Einzige, die hier sich so verbarrikadiert. Also. Die so, sagen wir mal, ihr Privatleben so schätzt. Nö. Geht nicht. Ja, dann muss noch mal laden. Ist das etwa ein Bug? Hoffentlich nicht. Okay, ich lad's noch mal. Quatsch, was will ich denn hier? Da. Bin ich neugierig. So, ich habe jetzt wieder gespeichert, als wir hier angekommen sind. Wir haben sind. Die Mails noch nicht gelesen. Richtig. Sollten wir erstmal lesen, würde ich sagen. Die Eiche hängt noch immer vor unserem Fenster rum. Wir lesen mal wieder die Nachrichten. Bestätigen. Archiv. Archiv. Und Archiv. Okay, dann probieren wir es nochmal. Innen stehen noch... Hey, ja, was ist jetzt geht's. Ha,
Witzig, dass Sie fragen. Ich muss etwas wissen. Wenn ich etwas wirklich Wichtiges erledigen müsste, könnte ich dann auf Ihre Hilfe zählen? Würden Sie mitkommen? Ja, klar. Ja. Wenn es so aufregend ist, wie es klingt. Es ist sogar total aufregend. Dank meines neuen relikt-augmentierten Scanners bin ich einer großen Sache auf der Spur. Hören Sie dieses Signal? Soweit ich sagen kann, kommt es von einem Stück Rohprogrammierung der Relikte, von einem unbenutzten Baustein. Ich bekomme Stielaugen, wenn ich daran denke, was wir alles daraus lernen könnten oder damit machen. Das ist wie eine Reltec-Wildcard. Ich liebe solche Geheimnisse. Ich muss es haben. Da heißt es keine Zeit verlieren, richtig? Mögliche Implikationen? Ja. Welche Implikationen ergeben sich aus diesem Gerät, was immer es auch ist? Im schlechtesten Fall verstärkt es unsere Brücke zur Relikttechnologie. Einige neue Daten könnten schon reichen, um die Programmierung der Relikte zu verstehen und ihre Tech effizienter einzusetzen. Ich muss es finden. Sofort. Das heißt, sofort ist ja schon vorbei, also jetzt gleich. Na gut. Ja. Okay. Das war's? Kein Vortrag, keine weiteren Fragen, einfach nur okay? Sie sind dabei? Ich bin dabei. Sehr gut. Das bedeutet mir wirklich sehr viel. Ich lade die Koordinaten auf die Galaxiekarte hoch. Betrachten Sie mich als abmarschbereit. Mhm. Na gut. Wir müssen nach Pass 10M in ein Lara-System reisen. Klingt interessant. Na schön. Aber dann nur, wenn Pock mitkommt. Ich glaube, der ist gar nicht mehr zu bremsen. So, wo ist das denn? Tja, das werden wir schon finden. Wir haben ja noch immer nicht alles angeguckt. Da oben. Oh, was soll's. Ist gar nicht so weit weg. Ja. Ach, wir müssen trotzdem im Viereck fliegen. Ja. Na gut, von mir aus. Wenn Kalle meint, dass wir so fliegen müssen. Kalle wird schon wissen. Er muss es ja wissen. Mhm. Wer sonst? Das Inalara-System. War das der Name einer Person, Jor? Inalara ist eine Tugend. Die genaue Kenntnis der eigenen Landkarte, des eigenen Kurses bis hinab ins Blut. Ein guter Name für die Grenze zum Unbekannten. Aha. Hm. Nun ja, hier sind Sachen, die wir uns auch angucken können. Auch. Können wir ja hinterher machen, oder? Ja, ja, klar. Mach ich vielleicht auch. Wir nähern uns dem Planeten, von dem Peebys geheimnisvolles Signal kommt. Jetzt kümmern wir uns erstmal um Peebys geheimnisvolles Signal. Mhm. Ryder, die Signalquelle befindet sich in der Nähe eines aktiven Vulkans. Ich sehe keinen sicheren Landeplatz. Wow, Peeby hat recht. Was immer dieses Signal sendet, es ist was Besonderes. Team bereit machen. Ja. Ich versuche, einen sicheren Ort zu finden. Tja. Instabil. Na, hoffentlich ist das keine Falle. Man wird sehen. Naja. Auch ein aktiver Vulkan. Ich weiß auch nicht. So, ja, lassen wir es dabei. Ja, also mein Peebi muss auf jeden Fall mit, das ist keine Frage. Eben. Und Rack, meine, auf seinen alten Tagen kann er ruhig noch ein bisschen arbeiten. Dem ist sowieso schnell langweilig. Ja. Ist er zu viel, wird er noch dicker. Oder er trinkt. Keine Ahnung. Erde an Peebi. Aufwachen, Peebi. Ihr mysteriöses Signal wartet. Okay. Alles klar. Na? Hä? Obwohl, könnten Sie bitte zu mir kommen? Jetzt sofort? Kello. Was ist los? Hey, haben Sie schon einen Landeplatz gefunden? Noch nicht. Das könnte noch dauern. Okay, Peebi. Bin gleich da. Das wird interessant. Dreck, du sollst nicht unbedingt mitkommen. Peebi? Hier, ich beiße auch nicht. Worum geht es? Kello wird keinen sicheren Landeplatz finden.
wie Sprint. Oh, nee. Und Sicherheit geht vor. Tja, mit Ihnen wird's nie langweilig, Phoebe. Wirklich nicht. Sie halten mich echt auf Trab, Phoebe. So kann man es auch sagen. Zum Glück haben wir den coolen hier nicht zum Spaß. Drag mitgenommen. Die Tempest kann nicht dorthin, wohin wir müssen. Und vom Boden aus kommt man nicht rein. Das hier ist der einzige Weg. Warum, wie kommt man wieder raus? Rein? Wo genau wollen wir hin? In den Vulkan. Phoebe, wo wollen wir hin? Es ist nicht meine Schuld, dass das Signal aus einem Vulkan kommt. Außerdem sollten wir auf festem Boden landen, falls meine Tiefenscans stimmen. Und der Aufprall unsere Flugbahn nicht zu sehr verändert. Und haben Sie auch einen Plan, wie wir wieder auf die Tempest kommen? Nein. Was? Wir sind in eine andere Galaxie gereist, ohne einen Plan, wie wir wieder nach Hause kommen? Okay, gut festhalten. Ja, sie ist sehr anstrengend. Ich würde sagen, sie ist eigentlich auch sehr eigenartig. Sehr eigensüchtig, ne? Sie denkt wirklich nur an sich selbst. Also, sind Sie Sour Rider? Naja, frag mal die anderen Leute, die vielleicht ein Problem kriegen. Ja, ich bin sauer. Und wie? Ja, ich bin stinkig. Sauer trifft es nicht mal annähernd. Genau. Das war knapp. Ja. Hauptsache, man überlebt die Landung, oder nicht? Ryder, bitte kommen. Alles in Ordnung? Sam, sagt der Tempest, dass wir hier festsitzen, aber am Leben sind. Jetzt müssen wir Phoebes Signal untersuchen. Wir haben keine Wahl. Tut mir leid. Wird gemacht. Hat man aber Glück, dass man nicht so kaputt aussehen wie die Rettungskapsel. Ich empfange das Signal. Ja. Es kommt aus einem Reliktbauwerk nicht weit von hier. Sam, berechne unseren Kurs. Berechnet. Ging aber schnell. Und? Sag mal was. Ich habe graue Haare. Da muss er sich wirklich Sorgen machen. Ich glaube nicht, dass ich da runter möchte. Ich weiß gar nicht, dass er Haare hat. Ich glaube nicht, dass ich da runter möchte. Nein. Nein. Ich möchte da auch nicht runter. Wo kann ich denn da hin? Ja, du musst aber eigentlich eher hoch als runter. Sieht so aus, ja. Ja. Ja, mit Phoebe und dem Vertrauen, das würde mir in Zukunft ein bisschen schwerfallen. Ja. Falls wir das überleben, dass man ihr wir noch so wir müssen einen Weg vertraut. Zur Oberfläche finden. Tatsache, warum, wieso, weshalb? Hier ist doch so gemütlich und kuschelig. Wir müssen dieses Hindernis überwinden. Vielleicht ist hier irgendwo eine Konsole vergraben. Wow, na dann such mal, Phoebe. Ach, hier ist ein Reliktor. Es gibt hier ausgedehnte Reliktsysteme, aber plötzliche tektonische Instabilitäten haben sie einstürzen lassen. Ein Großteil der Infrastruktur wurde dabei begraben. Ach, na toll. Aber ich glaube, da war vorhin was. Hier ist eine Leitung. Ja, guck mal, wo die hinführt. Brüchiger Obsidian, na toll. Wie wär's, wenn wir ein paar dieser Felsen zerstören? Irgendwas wird dann schon auftauchen. Ja, jetzt aber du auch noch Relikt dabei. Energieknoten im Inneren geortet. Aha. Sollen wir da jetzt draufhauen oder drauf schießen? Na los, durchbrechen Sie den Fels und schaffen Sie auf den Energieknoten zu. Jetzt lasst ihr langsam. Warum machst du es nicht selbst, Phoebe? Jetzt machen Sie schon. Jetzt. Schießen Sie auf den Fels oder so. Ja, du hast ja auch eine Knarre, dann schieß doch du mal. Schießt du doch dahin. Wo war das? Da war das. Ich schätze mal, dass es der hier ist. Wer hätte das gedacht? Ganz einfach. Das Netzwerk, auf das Sie zugreifen, scheint ein Herstellungssystem zu sein. Herstellung wovon? Relikt-Hardware. Sehr gut. Die Tore öffnen sich. Es ist noch mehr passiert. Ich registriere strukturelle Veränderungen im gesamten Höhlenbereich. Schön. Kann nur hoffen, dass da auch ein Aufzug ist, der uns dann wieder zur Tempest bringt. Interessant. Okay. Dieser Beobachter ist in einem dauerhaften, inaktiven Zustand. Seine Neuralverbindungen sind leer. So wie Pock, als ich die Reliktprotokolle entfernt habe.
reine Programmierung. Aha. Hammer. Das muss doch wehtun, aber nicht mal. Naja, vielleicht auch nicht. Seismische Aktivität nimmt zu. Ich orte überall in der Anlage weitere unprogrammierte Beobachter. Schön. An einer Ausgabestelle sollten Sie die Möglichkeit haben, sich Ihre Unterstützung zu sichern. Aha. Perfekt, dann machen wir das doch. Aber was du vorhin meintest, es gibt eine Menge Menschen, die nichts im Kopf haben. Die schreien auch nicht, dass es wehtun würde. Ein weiteres Tor. Wir müssen da durch. Sehen Sie mal, über dem Tor ist noch ein Knoten. Versuchen Sie, ihn zu scannen. Hä? Gerade war er noch da? Dieser Knoten steuert das Tor. Er ist jedoch inaktiv. Er ist zu hoch, um auf ihn zuzugreifen. Ich wette, ein verbündeter Beobachter könnte ihn aktivieren. Suchen wir nach einer Möglichkeit, uns einen zu beschaffen. Ich dachte, wir hätten Zack. Zap oder so. Nein, haben wir nicht? Tja, aber naja, der ist ich glaube, er zählt da nicht. Der hat wahrscheinlich seinen eigenen Kopf. Hallo, du da. Liegst so faul in der Gegend rum. Ja, aber was du gerade gesagt hast, das behaupten immer die anderen Leute. Das ist ein Zerstörter. Von anderen Leuten, von an sich selbst denken sie Leute nicht. Von wegen nichts im Kopf haben und so. Sie meinen immer, das wären die anderen, stimmt's? Ja. Die sind doch alle zerstört hier. Naja, irgendwo müsste die Möglichkeit geben, die zu aktivieren. Eigentlich brauchen wir sowieso nur einen. Vielleicht finden wir einen, wenn wir den hochpäppeln, tätscheln, ihn eiert so hier. Da hinten war doch einer. War das eben so ein Ding hier, hast du gesehen? Von dort sind wir gekommen. Eine Konsole? Yep. War da eben war ich schon, das habe ich schon gemacht. Das hier, da warst du noch nicht dran, oder? Nee. Dann geh da mal ran. Ich schätze mal, damit wirst du denn wohl... Sie identifizieren sich gegenüber den unprogrammierten Beobachtern auf dem Fließband als Verbündete. Ach, da kommt einer. Hallo, Kleiner. Willkommen im Team. So ist Wer es. Sollte jetzt den defekten Torknoten... reparieren. Ja. Fleißiges kleines Und Ding. Voilà. Danke, Kumpel. Gehen wir weiter. Na gut. Gehen wir weiter. Na, wie geht's denn so? Pathfinder. Callow meldet, er findet keinen sicheren Landeplatz. Abholung möglicherweise unmöglich. Ups. Aber er hat einige kleinere Schiffe geortet, die auf dem Weg zur Oberfläche sind. Freund oder Feind? Unbekannt. Werden wir wohl einen stehlen müssen. Ahnst du was? Ja, Kalinda, oder? Naja, wenn Pibi hier ist, ist Kalinda vermutlich nicht allzu weit. Ich kenne dieses Shuttle. Alessaria, empfängst du dieses süße Signal auch? Ach, Kalinda, hau ab! Es gehört mir! Beeilung! Wir müssen die Signalquelle vor Kalinda erreichen. Na, wie nett. Soll ich da jetzt in den Vulkan springen oder was? Sind wir doch mitten in einen Zickenkrieg hineingeraten, oh Mann. Ja. Wie soll ich denn da rüberkommen? Du kannst ja Pibi reinspringen lassen in den Vulkan. Vielleicht nehmen sie das Opfer an. Hier rüber? Und dann? Wie weiter? Tja, wenn du speichern könntest, würde ich sagen, speicher. Ha, ha, ha. Ich meine, runterspringen wirst du schon können. Das kann ich, ja. Ja, jetzt kommst du gleich ganz in den Vulkan rein. Hast du vielleicht nicht so gedacht, aber ich weiß nicht, ob das jetzt... da sind Relikte. Noch mehr Beobachter. Vollständig ja, aber es sind jetzt Feinde. Und aktivierte Bots werden Sie nach wie vor als Feind betrachten. Ja, es ist uns schon klar, danke. Halten wir uns von den Bots fern. Okay, schalten wir sie aus. Diese Bots haben Freunde mitgebracht. Wow. Das ist aber nicht nett. Es sind aber viele, vor allem Beobachter. Wow. Spaßig, du hast gerade daneben getroffen. Ich hab's genau gesehen. Da ist einer genau vor dir. Ja. Vielleicht solltest du mal ja, einen kleinen Ausschlag. Ich muss sie sowieso nachladen. Noch lacht er.
Vielleicht lachen da lange du noch kein zwei. Auf jeden Fall zwei Stück noch. Ja. Ihr seid so niedlich. Müsst ihr dann so blöde Feinde sein? Feinde? Alles sicher. Okay, suchen wir nach einer Möglichkeit, dieses Tor zu öffnen. Ja, wo aber ist das überhaupt? Tor, war das zum oben? Öffnen? Müssen wir jetzt wieder hochspringen? Ich sehe zwar keins, aber wenn sie meint, wir sollten hier ein Tor öffnen, dann gehen wir erstmal Munition tanken. Ist doch ein Behälter. Behälter werden wir auch nicht verschmähen. So, und dann gucken wir mal, wo das Tor ist. Das wir öffnen sollen. Da ist ein Tor im Berg. Das große. Oder? Ist das nicht ein Tor? Weiß ich nicht. Du meinst das hier? Na, da, ja, das da oben. Ja, genau. Könnte ich mir vorstellen. Wenn nicht, daneben nicht. Hier. Das könnte doch ein Tor sein. Naja, ich dachte, diese schräge. Ach, na, egal. Auf jeden Fall gibt es ja eine Konsole. Diese Konsole steuert das Tor. Gut, siehst du, da sind wir hingesprungen. Gut gemacht. Gut, das Tor. Ach, das ist da das Tor. Ist das Tor. Ja, aber auf jeden Fall waren wir in der richtigen Richtung. Ja, wir waren danke, schon richtig Ryder. Unterwegs. Sie haben auch hier oben ein Tor geöffnet. Los, Jungs, wir sind drin. Sie muss auf einem Grat über uns sein. Ja, und Scheiße, wenn... Scheiße. Ja, mach du das selbst, du blöde Schule. Ja. Da haben sich die zwei Richtigen gefunden, hier Pibi und Kaya. Ja. Der beste Weg ist immer der direkte. Wie zum Teufel hast du uns hier gefunden, Kalinda? Du hast offenbar den Sender nicht gefunden, den ich in Pock versteckt habe. Nachlässig. Ta! Oh, diese... Ryder, ja. Wir müssen einen Zahn zulegen. Genau, das ist der richtige Ausdruck. Diese ganz schön breite Spalte für einen Sprung. Vielleicht können wir irgendwie diese Antenne weiter ausfahren. Was für eine Antenne weiter ausfahren? Na, hier ist eine Antenne. Ein inaktives Geschütz. Die Steuerung müsste irgendwo in der Nähe sein. Ja. Hä? Nee, hier ist sie nicht. Soll ich vielleicht auf den Stangen hier rüber tanzen? Jetzt dreh dich um, den musst du erstmal sowieso verlängern. Also such eine Konsole. Da ist auch eine. Bin ja schon dabei. Pathfinder, Sie müssten mit der Konsole die Antenne ausfahren können. Dann wäre der Sprung möglich. Gut. Wow, jede Menge Aktivität. Ich kann den Heck abschließen, aber Sie müssen in der Nähe bleiben. Ach, okay. Schon wieder. Dann musst du da bleiben. Aber schießen wir, dass du da. Ich arbeite daran. Leite Energie von den anderen Bauwerken um. Auf Kosten unserer Deckung. Scheiße, wir werden Kalinda nie einholen. Wir haben auch noch andere Sorgen. Noch mehr Relikte. Schön, dass sie alle von da hinten einschweben. Hier oben sind keine Bots. Helga, ich werde sie töten. Komm, zeig dich. Nachladen ist doch lästig. Da ist noch einer. Da kommt noch einer. Eins, zwei, drei. Ach, da kommt noch mehr. Die Antenne wird ausgefahren. Los! Tja, keine Ahnung, wo wir hin müssen. Den Abgrund überwinden und weiter nach der Signalquelle suchen. Geh doch bitte und mach das, was gesagt wird. Ja, langsam. Kann ich mal jetzt nur nicht hier weiter schießen? Weil im Grunde genommen, schätze ich mal... Hier ist ja im Moment keiner mehr. Ja. Kann aber sein, das kann sich ja auch gleich wieder ändern. Aber erstmal Munition holen, das werde ich auch machen. Ist nie verkehrt. Volle Munitionladung. So, ja, und jetzt wirst du da hinlaufen und dann musst du das letzte Teil musst du dann springen. Ja. Toll. Kalindas Leute, auf dem Grat da oben. Sie sind in Scharfschützenreichweite.
Ja. Sie waren in Scharfschützenreichweite. Weg, weg. Naja. Da war ich leider mal wieder etwas zu langsam. Na, alle hättest du sowieso nicht treffen können, aber einer wäre nett gewesen. Aber den einen oder anderen hätten wir schon mal. In diesem Gebiet gibt es eine weitere Ausgabestelle für unprogrammierte Beobachter. Mhm. Wen kümmert's? Entscheidend ist, dass zwischen uns und der Signalquelle Berge von Gestein liegen. Na und? Warum beschwerst du dich, Pibi? Ich nehme an, wir müssen hier runter. Ja, am besten in die glühende Lava, da hat das Elend ein Ende. Eieiei, einfach hier rüberspringen. Ich weiß es nicht, aber sieht so aus. Oder muss man hier irgendwo hochklettern? Weil der Ding hier, der gute Stern zeigt genau in die Richtung. Ja, ja. Wenn ich dich kenne, wirst du mitten reinspringen in die Lava. Der zeigt da hinten hin. Wir versuchen es einfach mal. Ja, ich glaube, das schaffst du. Du springst sogar fast in die nächste Lava-Dings da rein. So weit kannst du springen, siehst du? Bist richtig so, gut. So, ich nehme an, ich muss dann hier weiter. Sieht so aus, 36 Meter. Hier ist ja nichts weiter, oder? Gucken kannst du. Umgucken kann ich schaden. Ich meine, du triffst da auf Kalender, wo du auf Kalender treffen sollst. Wenn du Glück hast, dann ab und zu mal eine von abmurksen kannst, ist gut, wenn nicht. Hast du halt alle zum Schluss? Ich denke mal, irgendwann werden sie sich ja wohl. Aber dieser riesige Felsbrocken ist im Weg. Pathfinder, ein Scan des Felsbrockens wird Ihnen helfen, eine mögliche Vorgehensweise zu ermitteln. Der Fels ist zu kompakt für unsere Waffen, aber da ist ein tiefer Riss, den der Strahl eines Beobachters vielleicht weiten könnte. Genau. Sie sollten nach der Steuerkonsole für die Ausgabestelle suchen. Gute Idee. Besorgen wir uns einen freundlichen Bot, der das für uns erledigt. Na gut. Hallo, Botti. Suchen wir nach der Ausgabekonsole. Ja, wo denn? Scheint ja lustig. Sie könnte im Fels eingeschlossen sein, wie einige der anderen. Ja, das ist ja nett, dass du uns das sagst. Stimmt. Ausgabestelle. Hast du was von, ja. Aber Scan könnte uns helfen, sie zu finden. Ja, soweit sind wir auch schon. Danke. Darauf bin ich auch schon gekommen. Und hier sind wir wahrscheinlich irgendwo richtig. Wenn du dich nochmal umdrehst. Aber also hier ist die Ausgabestelle. Ja, guck weiter. Warte, für dich genau. Ja, ich versuche ja zu verfolgen. Dreck, du stehst ziemlich im Weg. Da hinten oben. Ein Geschütz. Das wäre doch ein Heck wert, oder? Ach, also machen jetzt wir das hier, mal ja? Eins nach dem anderen. Okay. Schießen. Oder wie ist das mit der Faust kaputt? Schießen. Vielleicht macht Sakro gar eine Hammer. Jetzt sind wir im Geschäft. Deaktivierung könnte feindselige Relikte anlocken. Ach ja, was. Das haben wir uns schon gedacht. Darauf wären wir ja nie im Traum gekommen. Hat jemand einen verbündeten Beobachter bestellt? Hammer. Sam hatte recht. Wir kriegen es mit Unmengen wütender Bots zu tun. Wie hier? Zumindest kämpft unser neuer Freund für uns. Mann. Können wir den Zerstörer erstmal. Der Zerstörer ist mächtig gewaltig. Ich muss nachladen. Ja, du musst immer nachladen. Das ist so blöd, dass man nicht so viel Munition nehmen kann. Ist das bei den ALPs nicht dabei? Ich bin gleich hin. Ja. Danke, Drecki. Aber unsere Freunde sollten auch überleben. Da ist ein Beobachter, einer von der roten Sorte. Ja, ey, lass das. Was denn?
Ja, der schießt auf mich. Ja. Ich mag das nicht, außerdem vertrage ich das nicht so richtig. Nein. Da kommt wieder einer. Das ist unserer. Aber das ist unserer. Nee, aber den roten meine ich. Ach. Da ist noch einer. Ja. Ah. Unser Ein Freund Wiener. Hat den im Visier. Jetzt habe ich ihn. Pathfinder, das Interfacing verstärkt die tektonische Aktivität. Das Gebiet wird zunehmend instabil. Ja, wir holen es trotzdem jetzt erstmal Munition. Scannen wir den Riss in dem Felsbrocken, damit der Beobachter ihn angreift. Gut, mach mal. Erstmal Munition. So auch wie du da nachladen musstest, weiß ich nicht. Na gut, da war jetzt Munition, aber ist ja auch egal. Da hinten ist Na, da hinten ist auch, hier vorne war genau. Ja, ja. Gucken müsste man. Die hier aber vorne habe ich nicht gesehen, aber hier ist okay. Ja. So. Und? Mein Scanning-Riss mal. Ja, schon dabei. Bisschen näher musst du, glaube ich, kommen. Da ist er. Da. Danke, Kleine. Du kannst ja freundlich sein. Der ist nett. Oh, das hat ihn gerissen. Das hat er für eine Lebensbereitschaft. Rüber jetzt und rauf auf den Grat. Puh. Sag die so einfach. Weiß ja nicht, wie oft du jetzt noch mal laden musst. Speichern. Aber ich würde sagen, halt. Ja? Du kannst nicht speichern. Wir machen jetzt Schluss. Ach so. Ja. Na gut. Dann bis zum nächsten Mal. Okay, bis dann. Tschüss. Ciao.